Das ist Paul. Paul ist 26 und steht mitten im Leben. Ich habe ein Hobby und das nennt sich Drogen. Aber ich glaube, wenn du mir auf der Straße begegnen würdest, würdest du mir das nicht ansehen, weil ich nicht der typische Drogenkonsument bin, wie ihn die Gesellschaft denkt. Paul führt kein Leben am Rande der Gesellschaft. Er geht einer geregelten Arbeit nach, hat ein funktionierendes soziales Umfeld. Und dazu gehört für ihn auch der gelegentliche Konsum von Substanzen. Am häufigsten nehme ich Koffein, Nikotin, aber auch gerne mal MDMA oder auch gerne stimulierende Substanzen, also Kokain oder Amphetamin und selten auch LSD. Paul spricht uns gegenüber offen über seinen Konsum. Allerdings unter der Voraussetzung, seine Anonymität zu wahren. Deshalb nennen wir Paul Paul und zeigen niemals sein Gesicht. Das Apartment, in dem wir ihn zum Interview treffen, haben wir angemietet. Nichts soll dem Zuschauer Rückschlüsse auf Pauls wahre Identität ermöglichen. Ich habe Respekt davor, was das dann für mein Leben bedeutet. Also, ich könnte meinen Job verlieren, ich könnte einige Freunde verlieren. Das finde ich schlimmer, also sozial geächtet zu werden, als die Strafe, die mir vom Staat selbst droht. Paul konsumiert im Durchschnitt 2-mal pro Monat. Die Substanzen bestellt er meist über das Darknet. In dieser Online-Unterwelt hat sich eine Vielzahl von Marktplätzen etabliert, auf denen mit Substanzen aller Art gehandelt wird. Paul hat sich Bitcoins gekauft und ein Konto eingerichtet. Und dann surft man ein bisschen durch das Angebot rum wie bei eBay oder Amazon. Das ist genau das gleiche Prinzip. Und heute würde ich gerne 1 Gramm Kokain bestellen. 1 Gramm Koks kostet je nach Anbieter zwischen 50 und 100 Franken und reicht Paul für etwa 10 Lines. Ecstasy bzw. MDMA ist im Darknet noch billiger zu haben. Von Pauls Konsum wissen nur wenige Eingeweihte. Vor seiner Familie, selbst vor vielen seiner Freunde, hält er ihn geheim. Wenn ich öffentlich sagen würde, ich konsumiere gerne Substanzen, dann wäre ich bei vielen Menschen unten durch. Viele Menschen würden mich als Junkie betiteln. Man würde mir jedes Recht abschwören, dass ich eigene Entscheidungen treffen kann. Und bei jedem Konsum würde man den Finger draufhalten und zeigen, diese Person hat ihr Leben nicht mehr im Griff. Obwohl das gar nicht der Realität entspricht. Das Bild der Gesellschaft vom Drogenkonsumenten ist tief geprägt von der offenen Heroinszene der 80er und 90er Jahre, wie dem berüchtigten Zürcher Needle Park. Doch die Junkies vom Platz Spitz lassen sich schwerlich mit den meisten heutigen Drogenkonsumenten vergleichen. Der überwiegende Teil seien Gelegenheitskonsumenten, die die Substanzen als eine Art Genussmittel einsetzen, ist Ruth Dreifuß überzeugt. Die ehemalige Bundesrätin ist Vorsitzende der Global Commission on Drug Policy in Genf. In dieser Weltkommission für Drogenpolitik engagieren sich zahlreiche ehemalige Staatsoberhäupter, hohe Diplomaten und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur für eine zeitgemäße, wissenschaftsbasierte Drogenpolitik. Ich glaube, der Beschluss, etwas zu konsumieren, ist effektiv eine private Angelegenheit. Und wenn es niemand anders schaden als potenziell der Konsument selber, dann sehe ich nicht, warum es verboten werden sollte oder warum der Staat sich da einmischen sollte.